Die Minis gehen in ihre Warm-up-Runde und auf der ersten Startposition steht bzw. fährt Maximilian Tarillon, die Startnummer 58, die 158, der gestern den ersten Lauf gewinnen konnte. Neben ihm der Überraschungsmann des gestrigen Tages, Mitte der 169, Dennis Thiem. Die 116, Linus Hensen. Und die 177, Finn Zulauf, dann in der zweiten Startreihe und in der dritten Startreihe mit der 146, Gianni Andrisani und Hannes Borde, die 168. Giuseppe Fico mit der 199 und Dominik Reuters mit der 120 bilden die vierte Startreihe und aus der fünften Startreihe rollt an den Start Lukas Schabinskas, die 117 und mit der 134 Leon Rau. Leon Eggemann mit der 135 teilt sich dann die sechste Startreihe mit Julian Rau, der 133. Richard Thomas, die 122 und die 123, Olle Scharp in Startreihe 7 und in der achten Startreihe mit der 121 macht Nico Hoffmann das Feld voll für die Miniklasse. Ja, auch hier ist noch lange nichts gesprochen, was den Meisterschaftsstand angeht. Linus Hensen, die 116, er ist angereist als Führender nach Ampfing zu diesen Läufen. Knapp hinter ihm war Maximilian Tarillon. Der Dennis Thiem, der war Vierter, kann sich also an diesem Wochenende auf Platz 3 auf jeden Fall durchsetzen, da Henry Hecht an diesem Wochenende nicht mit dabei ist. Also wird das jetzt wieder so eine klare Angelegenheit? Nein, kein Start! Da sagt der Renndirektor Martin Leiner so nicht. Nee. Da war in der Maximilian Tarillon ein bisschen zu früh auf dem Gaspedal. Es gibt ja diese gelbe Linie so ungefähr auf Höhe der siebten Startreihe. Ab dort darf Gas gegeben werden, da darf quasi die Formation aufgelöst werden. Wenn das zu früh erfolgt, dann wird einfach das Rennen nicht freigegeben. Und Maximilian Tarillon als Polmann ist derjenige, der dafür zuständig ist. Und zu oft diese Spielchen treiben, das darf er auch nicht. Also schaut er jetzt, dass die Formation wieder zusammenkommt auf der Gegengerade in langsamer Fahrt. Und der Vorteil von Maximilian Tarillon ist natürlich, er darf bestimmen, wann er Gas gibt. Und erst wenn die Lichter aus sind, darf sich diese Formation auflösen. Nächster Versuch. Die rote Linie ist erreicht. Das heißt, hier muss die Formation eingenommen sein. Sollte ein Fahrer ein bisschen weiter hinten sein, kann er jetzt nicht mehr auf seine Startposition. Aber jeder ist hier deutlich auf seiner Startposition und Maximilian Tarillon führt wieder das Feld zum Start. Es verführt natürlich nach der Gaststättenkurve Gas zu geben. Aber jetzt bleibt die Formation bis zur gelben Linie und dann ist es Maximilian Tarillon, der als erster einbiegt in die erste Kurve. Aber innen drückt Linus Hensen sich noch durch und übernimmt die Spitze bei diesem Lauf. Kam aus der dritten Startposition heraus, hat das ganz geschickt gemacht, blieb einfach hinter Maximilian Tarillon im Windschatten, hat da niemand die Chance gegeben reinzufahren. Und als Maximilian Tarillon ein bisschen Schwung geholt hat, um in der Startkurve, die so leicht nach innen geneigt ist, Schwung zu holen für die nächste Runde, da ist er einfach reingeschlüpft und vorbeigegangen. Ja, nicht umsonst Linus Hensen, derjenige, der hier als Führender angereist ist. Und Linus Hensen, nicht umsonst derjenige, der
beim Kickoff in Genk im März der Sieger war, als man gegen Fahrer aus Belgien, den Niederlanden, aus Luxemburg angetreten ist bei diesem Kickoff. Und Maximilian Tarrillon, ja, der wurde letztes Wochenende in Bruck in Österreich, fast auf seiner Heimstrecke in der Nähe von Wien, da wurde er Sieger der Euro-Challenge der Minifahrer. Also auch er, sehr beflügelt, kommt er hierher nach Ampen gefahren. Und wie beflügelt, dass er kommt, das zeigt er jetzt. Geht nach innen in der Startkurve und vorbei an Linus Hansen. Und das bedeutet für ihn jetzt erst einmal, denn die Führung wiederum. Dennis Thiem, der ist auf Platz 3 unterwegs. Ein sicherer dritter Platz im Augenblick für den Dennis Thiem. Denn nach hinten, da hat Dennis Thiem dementsprechend Platz auf Hannes Borde, der dann auf Platz 4 das Verfolgerfeld sozusagen anführt. Und jetzt wird Borde angegriffen. Gianni Andrisani geht vorbei an ihm, setzt sich auf eben diesen vierten Platz. Andrisani, der Fahrer mit der 146, der im letzten Jahr Siebter in eben dieser Klasse war, der wohl wirklich die weiteste Anreise hatte. Aus Harrislee kommt er, das ist an der dänischen Grenze, dort oben bei Flensburg. Und da ist er zum südlichsten Rennen der Rotax Max Challenge angereist. Jetzt also auf Platz Nummer 4 unterwegs der Deutsch-Italiener. Während vorne weiterhin das Duell uns beschäftigt zwischen Linus Hansen und Maximilian Tarrillon. Boah, Tarrillon, der geht hier jetzt aber eine Linie über die Curbs. Da haut's ihn wirklich im Kart hin und her. Da räubert er regelrecht über diese Curbs. Jetzt dreht er sich mal um, er schaut, wo ist denn der Nächste? Das ist der Dennis Thiem auf Platz 3. Man sieht, das hat ihm gar nichts gebracht, diese Curbs-Raserei. Im Gegenteil, er hat sogar wieder eine Lücke zu dem führenden Linus Hansen aufgemacht. Ja, dieser Zweikampf zwischen diesen beiden, der beschäftigt uns ja schon die ganze Saison lang. Da konnte jeder bei jeder Veranstaltung einmal gewinnen. Oh, und Hannes Borde bleibt stehen auf der Start- und Zielgeraden, kann weiterfahren, aber ist jetzt eben ganz, nein, kann nicht mehr weiterfahren, rettet sich noch rüber in die Box, die genau gegenüber ist, und damit für Hannes Borde dieses Rennen bereits vorzeitig zu Ende gegangen. Also auch Hannes Borde darf jetzt zuschauen und das ist natürlich jetzt auch nicht für ihn so ideal. Der braucht ja ebenfalls noch dringend Punkte in der Meisterschaft. Da ist er auf Platz 11 vor diesen Rennen hier auf dem Schweppermannring in Bayern. Maximilian Tarrillon in der Startkurve wieder in Führung gegangen. Wieder vorbei an Linus Hansen. Und 3 Minuten und 45 Sekunden sind noch auf der Uhr. Dann geht's in die letzte Runde. Also, das wird sich noch dann dementsprechend ein bisschen hinziehen. Und wir haben jetzt auch hinten um Platz 3 das Duell zwischen Dennis Thiem und Gianni Andrisani. Dennis Thiem, der Fahrer aus Trebbin, der im letzten Jahr Achter bei den Mikros geworden ist.
ja, hält uns das jetzt alles ein bisschen in Atem. Gianni Andresiani geht bei der Einfahrt zur Gegengerade vorbei an Dennis Thiem und holt sich den dritten Platz von ihm erstmal ab. Das hat sich heute im Warm-up, heute Vormittag bereits angedeutet, dass Andresiani heute richtig gut drauf ist, als er schnellster im Warm-up war. Wir wissen, dass Andresiani dementsprechend fahren kann. Andresiani auch einer, der bereits einen Lauf gewonnen hat. Das war in Genk bei der letzten Veranstaltung, hat er den ersten Lauf gewonnen. Im zweiten wurde er dann 15. Und dann ging es für ihn nach oben auf Platz 6. In Wackersdorf nicht mit dabei gewesen. Das sind natürlich die Punkte, die fehlen. Aber wir müssen natürlich immer, wenn ich so von Punkte rede, auch immer ein bisschen die Streichresultate mit berücksichtigen. Und jetzt kommt wieder Linus Hensen als Führender aus dieser Runde heraus. Also das ist schon eine bunte Mischung, was sich diese zwei dort vorne liefern, dieses Duell der beiden Führenden der Meisterschaft. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das heute bei weitem noch nicht entschieden wird zwischen Linus Hensen und Maximilian Tarellion. Tarellion, der im vergangenen Jahr die Mikroklasse gewinnen konnte, der im Jahr davor, 2015, österreichischer Staatsmeister geworden war. Jetzt also will er den nächsten Erfolg natürlich haben in diesem Jahr, nämlich der Sieg in der Miniklasse, der RMC. Der deutsche Argentinier, der in Wien zu Hause ist, also jetzt eigentlich die kürzeste Anreise für seine Verhältnisse, hatte hierher nach Amfina. Und es sind noch 30 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, da kann es durchaus noch sein, dass wir noch zwei Runden gleich erleben werden. Jetzt sind sie nochmal in der Schikane. Linus Hensen weiterhin in Führung. Dahinter Maximilian Tarellion, der hat Platz nach hinten. Gianni Andresiani, der fährt keine schnelleren Rundenzeiten als die beiden dort vorne. Und jetzt gehen sie in die vorletzte Runde. Tarellion geht nochmal in den Windschatten hinein von Linus Hensen. Aber auch der Linus Hensen kennt das natürlich, dieses Spielchen. Der Linus Hensen, der zum Motorsport eigentlich gekommen ist, der hat im Fernsehen immer die Formel 1 gesehen und hat dann gesagt, Papa, das will ich auch haben, der Jübecker. Und jetzt hat er's und jetzt ist er ganz, ganz vorne sogar im Augenblick mit dabei. Letzte Kurve und dann geht als erster über die Ziellinie Linus Hensen vor Maximilian. Nein, letzte Runde, sorry, ich hatte ja vorher gesagt, wir haben noch zwei Runden, also letzte Runde und Maximilian Tarellion geht in den Windschatten, jetzt geht er nach innen, bei der Anfahrt zum Innenraum versucht das nochmal vorbeizugehen und Linus Hensen kann aber das Ganze noch einmal stoppen, indem er einfach auf der Ideallinie bleibt und versucht dadurch natürlich seinen Sieg zu retten. Die Gegengerade. Oder ist der Abstand wieder ein bisschen größer geworden zwischen diesen beiden? Die Schikane, dann die Gaststättenkurve und dann wirklich die Zielflagge, die jetzt die beiden hier bei uns erwartet. Und da kommen sie über die Linie und es gewinnt Linus Hensen vor Maximilian Tarellion. Gianni Andresiani holt sich Platz 3, Dennis Thiem auf Platz 4. Platz 5, gerade noch auf Platz 5 für Finn Zulauf. Dominik Reuters wird 6. Giuseppe Fico dann als 7. im Ziel. Platz 8 geht an Leon Rau vor Nico Hoffmann. Der Julian Rau, er wird 10.
Richard Thomas dann auf Platz 11 und Leon Eggemann kommt als 12. dann ins Ziel. Zweiter Lauf der Minis, gleich der Hinweis, 13.36 Uhr wird es diesen Lauf dann geben. Also auch da wiederum einfach dranbleiben.